dadurch, dass wir jetzt mit WhatsApp oder Facebook Nachrichten austauschen können, sind wir ganz anders verfügbar, als wir das noch vor der Digitalisierung waren. Und natürlich ändert das dann auch die Art und Weise, wie wir, glaube ich, generell in den Austausch treten. Hallo, mein Name ist Sophia Busch. Ich komme von der Philipps-Universität in Marburg und dort habe ich ein kleines Projekt, bei dem ich versuche, Lehrende dazu zu animieren, mit digitalen Medien in der Lehre zu arbeiten. Und das Projekt heißt Offene Zukunftswerkstatt für digitale Hochschullehre und dort bieten wir unseren Lehrenden einen geschützten Raum, in dem sie Lehrexperimente durchführen können und die dann gemeinsam mit mir evaluieren können. Ja, also ich glaube, dass die digitalen Tools unsere Wahrnehmung auf sehr vielen verschiedenen Ebenen beeinflussen, vielleicht sogar auf fast allen, die es so gibt. Spontan fällt mir dazu zum Beispiel ein, wie wir miteinander kommunizieren. Ja, dadurch, dass wir jetzt mit WhatsApp oder Facebook Nachrichten austauschen können, sind wir ganz anders verfügbar, als wir das noch vor der Digitalisierung waren. Und natürlich ändert das dann auch die Art und Weise, wie wir, glaube ich, generell in den Austausch treten. Oder wenn ich mir vorstelle, ich mache einen Spaziergang durch den Wald, dann nehme ich das jetzt heutzutage, glaube ich, auch anders wahr als sonst, weil ich einfach weiß, ich kann ein Foto machen von einem besonders schönen Baum, einer Pflanze oder was auch immer ich auf meinem Spaziergang so entdecke. Und dieses Wissen um die Möglichkeit, einen Augenblick festhalten zu können, ändert, glaube ich, schon die Art und Weise, wie ich mit einer Situation umgehe. So versuche ich dann vielleicht nicht mehr, mir eine Situation ganz genau einzuprägen, sondern nehme ein Foto auf, damit ich mich immer wieder daran erinnern kann. Und allein dadurch, dass zum Beispiel Smartphones eine sehr große Funktionalität haben, ist es, glaube ich, schon eigentlich ein Teil des Bewusstseins geworden, weil man an vielen Stellen eben einfach weiß, dass man es hat, dass man bestimmte Möglichkeiten hat, dass man sich Dinge nicht mehr so viel merken muss wie früher, sondern die Information einfach in der Tasche dabei hat. Und es ist, passiert mir schon, dass ich mein Smartphone zu Hause vergesse, aber ich glaube nicht, dass es mir passieren würde, dass ich einen ganzen Tag verbringe, ohne zu merken, dass ich es nicht dabei habe. Für die Lehre bedeutet das einfach, dass wir uns noch stärker vergegenwärtigen müssen, wie diese Tools die Lebenswelt unserer Lernenden prägen, also welche Rolle die auch in deren Leben spielen. Denn, da möchte ich gerne an Gabi Reinmann anknüpfen, die digitalen Tools, die sind nicht nur Methode des Lehrens, sondern auch Inhalt. Und weil es diese Inhalte eben gibt, können wir uns derer nicht verschließen. Wir müssen berücksichtigen, dass wir anders kommunizieren, dass wir unsere Umwelt anders wahrnehmen. Und wenn wir das, berücksichtigen, dann können wir unsere Lehre auch entsprechend gestalten. Durch die Digitalisierung ergeben sich ja ganz neue Anforderungen an die Lernenden. Sie müssen nicht nur die Techniken kennen, die es gibt, sondern sie müssen auch wissen, welche Zwecke sie erfüllen und sie müssen wissen, wie sie diese Zwecke für sich selbst fruchtbar machen können. Ich glaube, ein guter Weg könnte sein, um möglichst viele Kompetenzen im neuen Zeitalter kennenzulernen oder zu fördern, sein könnte, dass man sich mit so vielen neuen Medien, die es gibt, eben auseinandersetzt, damit man einen möglichst breiten Horizont hat. Weil ich auch glaube, dass ich die Kenntnis um die Funktionalitäten, die mir zur Verfügung stehen, brauche, um beurteilen zu können, inwiefern sie mir dabei helfen, ein Lernziel zu erreichen. Und wir wissen ja, dass es immer mehr Richtung selbstständige Arbeit geht und es ist eine wichtige Kompetenz, selbst zu wissen, wie beschaffe ich mir Informationen und wie benutze ich verschiedene Tools, um meine Ziele zu erreichen. Nicht nur im Lernbereich, sondern auch im Arbeitsbereich, im Durchführungsbereich. Die Frage danach, wie man das in einem Seminarkonzept widerspiegeln kann, ist die Frage, mit der ich mich seit einer Weile befasse. Ich habe dazu bereits verschiedene Zugänge gewählt. So habe ich zum Beispiel Lehrende mit Checklisten für Apps arbeiten lassen, um zu gucken, was muss ich alles beachten, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern eine App benutzen möchte. Da geht es dann darum, zum Beispiel, wer muss alles eine App installieren? Müssen Accounts erstellt werden? Werden urheberrechtliche Materialien benutzt oder gibt man sein Urheberrecht ab, wenn man etwas erstellt mit dieser App?
braucht man eine Lizenz etc. und wie sind auch die technischen Gegebenheiten. Da habe ich dann einfach gemerkt, dass sehr viele Lernende schon auch gern konkrete Tipps haben möchten, welche Tools sie benutzen können. Aber für mich steht im Vordergrund, die Lehrenden zu befähigen, selbst bei der Betrachtung einer App im App Store oder im Play Store beurteilen zu können, ob das etwas ist, was sich für den Unterricht eignet. Und deshalb habe ich da zum Beispiel mit Checklisten gearbeitet. In der Hochschuldidaktik stellt sich das für mich so dar, dass ich jetzt im Wesentlichen zwei Wege versucht habe. Zuerst habe ich versucht, Lernaktivitäten zu bestimmen und diesen Lernaktivitäten dann verschiedene Tools zuzuordnen. Und heute habe ich den umgekehrten Weg versucht und geschaut, dass wir erstmal Tools betrachten und dann gucken, welche Lernaktivitäten können mit diesen Tools umgesetzt werden. Und es ist für mich bis heute noch ungeklärt, welcher Aspekt zuerst beleuchtet werden soll. Aber ich hoffe einfach, dass ich an der Stelle noch ein bisschen weiterkomme und ich hoffe auch auf viel Input aus der Community dazu. Und da arbeite ich einfach noch weiter dran. Aber ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass auch die digitalen Tools, die uns zur Verfügung stehen, eben nicht nur Tools sind, sondern auch zum Inhalt unserer Fortbildung werden müssen. Ja. Ich nehme heute aus dem Workshop für mich mit, dass diese Frage für mich weiterhin eine ganz große Frage ist, weil ich eben merke, dass auch noch Grundsatzfragen für viele Lehrende und Supportler relevant sind, zum Beispiel die Nutzung von proprietärer Software in der Hochschule oder von Software, die erfordert, dass man Accounts auf anderen Plattformen anlegt als der eigenen hochschulischen. Und dass diese Fragen eben auch grundsätzlich angegangen werden müssen und dass es dafür einen Raum geben muss, damit Workshops, die sich dann eben mit inhaltlichen Dingen befassen, auch dafür dann wieder genug Zeit haben. Ja. Und da muss man sich dann einfach als Gesamthochschule ein Konzept überlegen, wie kann man die unterschiedlichen Ebenen bedienen und vorzugsweise dann auch in einer Reihenfolge, sodass dann auch alle Ebenen von den Lehrenden mit berücksichtigt werden können. Ansonsten glaube ich, dass das schon eine sehr fruchtbare Herangehensweise war, wobei man natürlich, wenn ich jetzt von digitalem Tool spreche, genau differenzieren muss, dass man wirklich ein ganz spezielles Tool meint und nicht zum Beispiel ein allgemeines Medium wie etwa Video. Und das muss man einfach ganz genau klären. Ja. Aber die Kernbotschaft ist, ich möchte gerne weiter an der Frage arbeiten.